Moin Leute, gerade in Zeiten von Niedrigzins und schwarzer Null, wo das Geld auf dem Sparbuch keine Zinsen mehr bringt, interessieren sich mehr und mehr Leute für die Börse. Die Anlage in Aktien scheint für viele eine gute Geldanlage zu sein. Der DAX ist dabei den meisten Leuten aus TV-News und dem Wirtschaftsteil der Zeitung bekannt und natürlich aus The Simple Economics und oft die erste Adresse, wenn es um den Aktienkauf geht. Deshalb wollen wir die Chance nutzen und auch mal über den DAX berichten. Beginnen wir mit einer kleinen Geschichtsstunde. Entwickelt wurde der DAX von der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Wertpapierbörsen, der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börsenzeitung. Eingeführt wurde der DAX am 1. Juli 1988. Einen Aktienindex wie den DAX könnt ihr euch als einen Korb voll Aktien vorstellen, der die Kursveränderungen anzeigt. Damals startete er mit 1163 Punkten an der Frankfurter Börse. Er war als Ergänzung zu den bereits bestehenden Indizes gedacht. Doch entwickelte sich mit der Zeit mehr und mehr zum deutschen Leitindex, der die größten deutschen Aktienunternehmen beinhaltet. Mittlerweile ist der DAX von der Deutschen Börse AG als Marke eingetragen. Im DAX ist Crème de la Crème der deutschen Aktien vertreten. Der DAX ist ein Performance-Index, in dem die Unternehmen Börsentags von 9 bis 17.30 gehandelt werden. Performance-Index bedeutet, dass in die Berechnung neben den Kursen auch die Dividendenzahlungen, das sind die an die Aktionäre ausgeschütteten Gewinne und andere Aktienerträge mit einfließen. Der DAX spiegelt dabei die Entwicklung der Unternehmen wider. Die Werte für den DAX lassen sich dabei über die Laspeyres-Formel berechnen, kennt ihr vielleicht aus Statistik. Beim Blick auf die vergangenen Jahre und Jahrzehnte sind so am Kursverlauf die positive Entwicklung der Wirtschaft, aber auch die Krisen, wie zum Beispiel die Weltfinanzkrise von 2007 bis 2009, abzulesen. Durch den DAX lässt es sich zum Teil erkennen, wie es der Wirtschaft in Deutschland geht. Denn im DAX-Warenkorb haben wir die deutschen Top 30 Aktienunternehmen, welche viele Branchen von Automobilindustrie und Luftfahrt über Chemie und Pharma bis hin zu Banken und Versicherungen abdecken und so die deutsche Wirtschaft repräsentieren. Sie sind die dicken Fische im Teich. Aber genau deshalb, weil es nur die dicken Companies sind und der gute deutsche Mittelstand zum Beispiel nicht betrachtet wird, stellt der DAX einen großen Teil, aber nicht die gesamte deutsche Wirtschaft dar. Zudem fließen auch die Verknüpfungen zu anderen Finanzmärkten in den DAX mit ein. Heute steht der Index übrigens bei ca. 10.000 Punkten, damit hat er sich also seit 1988 verzehnfacht. In den deutschen Aktienindex kommt dabei nicht jeder rein. Es gibt Kriterien, die erfüllt werden müssen, um in den DAX-Club aufgenommen zu werden. Nur die 30 Unternehmen mit der größten Streubesitz-Marktkapitalisierung kommen rein. Zum Streubesitz zählen die Unternehmensanteile, die am Markt gehandelt werden und nicht in fester Hand der Großaktionäre sind. Die Marktkapitalisierung ist der Wert des Aktienunternehmens, der Börsenwert. Der Börsenumsatz spielt auch eine große Rolle bei den Aufnahmekriterien. Zudem muss das Unternehmen über Xetra am Aktienhandel teilnehmen. Xetra ist das elektronische Handelssystem, mit dem Aktien gehandelt werden. Und noch wichtig, der Streubesitz des Unternehmens muss bei mindestens 10% liegen. Zweimal im Jahr wird über die Zusammensetzung entschieden, vielleicht gewährt der Türsteher dann Einlass oder kickt ein Mitglied raus. Was aber passiert mit den Unternehmen, die nicht in den DAX-Club reinkommen? Kein Problem, die Börse lässt alle partizipieren. Bam, Fremdwort in dieses Video eingebaut. Check! Ganz oben im VIP-Bereich, da haben wir den DAX mit den 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen, den Blue Chips. Wer in diesen elitären Kreis nicht reinkommt, muss sich mit etwas weniger zufrieden geben. Daneben gibt es nämlich noch den M- und S-DAX. Hier sind die jeweils nächstgrößten Aktienunternehmen gelistet. Und im Tech-DAX sind die 30 größten Technologiewerte aufgeführt. Wer sich jetzt denkt, fuck yeah, ich möchte den DAX investieren und da so richtig Geld verdienen, der kann zum Beispiel Aktien des Lieblingssportartikelherstellers, der Lieblingsautomarke oder vom heimischen Stromanbieter kaufen oder geht zu einem Fondsmanager, der täglich den DAX analysiert und ein möglichst optimales Portfolio zusammenstellt. Es winken gute Renditen. Ansonsten sage ich, Leute, wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann benutzt einfach die Suchzeile und gebt irgendwas ein. Ansonsten sage ich, Leute, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich.